Willkommen 2018. 19 Tage alt und wir wissen, wir haben immer noch keine Regierung. Meiner eine als Geschäftsführung, seit 1969 als Idee, seit 1979 endlich als Firma, rechnet selber aus, 50 Jahre involviert, 40 Jahre dabei. So, wenn man 20 Jahre älter ist wie Herr Christoph Lindner, Entschuldigung, wie heißt er? Ja, wie heißt er denn? Christian Lindner. Genau, wenn man also 20 Jahre älter ist wie Christian Lindner, erlaube ich mir jetzt, Herrn Christian Lindner anzusprechen, weil Herr Christian Lindner ja immer per Video zu sehen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die drumherum, dieses Video ist an sich nur für Herrn Christian Lindner, sollte oder hätte ich natürlich jetzt in Ruhe verfassen müssen. Aber es gibt kein Muss. In Deutschland, und das ist wichtig, wir sind beim Kernthema Deutschland. Deutschland 2018 hat keine Regierung, hat nur Politiker, die sich die Taschen vollstopfen. Ich hatte natürlich mit Herrn Christian Lindner kurz gesprochen. Er sagte mir, es hätte sein müssen. Also er ist lieber nicht Kandidat der Regierung, wenn die falsch ist. Also er ist lieber ein richtiger Kandidat dieser Regierung und kein falscher. Und so weiter. Ihr wisst, ihr kennt die Slogan. Ich freue mich schon, wenn ZDF heute Show wieder an den Start geht. Da müssen wir leider auch noch 10 Tage warten, weil am 27.01.2018 geht die ZDF heute Show erst wieder on stage, on air. Also meiner einer, wie gesagt, versucht jetzt Herrn Christian Lindner mal kurz anzusprechen, hier per Video. Wie gesagt, ich müsste jetzt an sich es anders machen. Beruflich weiß ich ja, wie es geht, aber ich mache es nicht. Ich nehme mir das Recht, die Kamera anzumachen, ein Selfie-Video zu machen an Herrn Christian Lindner, für Herrn Christian Lindner, für die FDP, weil meiner einer ist schon etwas länger bei der FDP. Leider um die 60, wir sind alle ausgestiegen, haben die Nase voll von dieser merkwürdigen FDP. Ihr wisst ganz genau, dass die FDP wirklich runtergefahren wurde nach 1999. Nach 1995 kam die FDP so in so einem leichten Aufschwung, wollten da 18% haben und so weiter und so fort. Jetzt haben sie wieder 10%, jetzt gehört die FDP den Herrn Lindner. Meiner einer kann keine eröffnen, weil meiner einer kann nicht lügen. Es geht einfach nicht, ich habe das Lügen nicht gelernt. Ich komme aus einer analogen Welt, wollte immer die digitale haben. Das war 1969. 1969 sagte ich, möchte einen Daten-Highway-Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen und möchte meinen Kunden da, ne? So, heute im Jahre 2018, ihr merkt schon, es geht so langsam, wie gesagt, auf 40 Jahre und 50 Jahre, geht es zu, wenn ihr mal ausrechnet das Ganze. So, seit 40 Jahren habe ich diesen Beruf, dieses Geschäft, dieses Unternehmen, analog, digital wandeln, digital, analog, etc., also wandeln. Wir wandeln Daten, wir arbeiten mit Daten, wir sind hier im Daten-Highway, ich gehe jetzt hier auf den Videodaten-Highway mit euch und wir sind jetzt genau im Kern des Themas, denn mir fällt auf, dass die sogenannten 14- bis 24-Jährigen voll in dieser Materie drin sind, aber keine Ahnung haben vom Analogen, weil wir mussten aus diesem Analogen ja das Digitale erstmal machen. So, heute ist das ein Produkt, ein Volksprodukt, damals war das ein Nerdprodukt, sonst hätte Microsoft und Apple und so weiter, die beiden Herrschaften, Gates und so, hätten nicht in ihren Garagen gearbeitet, wie meiner einer auch. So, meiner einer auch, hat auch in einer Garage gearbeitet und hat an Funk und so weiter. Wir haben also mit mehreren unsere kleinen Entwicklungen gemacht und hatten natürlich nicht so viel Glück und so viel Geld wie die Herren Amerikaner da, die beiden. Nein, wir hatten auch kein Silicon Valley. Worauf möchte ich hinaus? Standort Deutschland. Wenn ich das Wort schon höre, wird mir schlecht, weil dieses Standort gibt es ja nicht mehr. Wir haben keine Fabriken mehr, wir haben keine Kaufhäuser mehr, also wir haben hier keine richtige Kultur mehr. Ich sage es mal krass, 2015 wurde Deutschland verkauft und wieso das Deutschland verkauft wurde, ist klar. Deutschland gehört einer Bank und diese Bank sagt an und das ist eine Firma, ist eine Familie, bla bla bla. Schade, dass die Kunden jetzt nicht hier sind, die mich auf diesen Weg gebracht haben. Deutschland GmbH, BRD GmbH etc. Ihr kennt den ganzen Quatsch, ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, die Wahrheit zu verkünden. Das geht nicht, weil das ist eben so. Wir sind nicht die Väter, wir sind auch nicht die Urväter. Ja, keiner von uns
geht 1848, 1849 auf die Straße und verscheucht die Elite. Nö. Heute im Jahre 2018 tut es keiner. Ja, rechne mal bitte alles aus. 100 Jahre ist der Krieg vorbei, 75 Jahre Frieden haben wir. Amerika gehört an sich auch dem Limited, irgendwo in London. Könnt ihr ja recherchieren, also alles gehört irgendjemandem und irgendjemand kauft das alles auf und irgendwann gehört der ganze Planet dem, der Familie. Wem ist mir wurscht. Aber ist halt so. Im Moment schreit jeder Rothschild. Also jeder sagt, die, Rothschild ist derjenige, welche dem der Planet hier gehört. Mir vollkommen egal, weil das ist für mich eine abgehobene Elite, da gehöre ich nicht hin, da will ich auch nicht hin. Ich komme aus dem Hause der Eliten, aber der normalen Eliten, wie Krupp, Thyssen und so weiter. Ja, also ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin einer der allerletztgeborenen und ich bin ein Nachfahre dieser Leute, die dort involviert. Ich weiß noch ganz genau, dass man im Esszimmer bei Krupp mit dem Fahrrad fahren hätte können, um da vorne anzukommen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, Krupp etc., das Grundstück etc. und so weiter war für mich alles normal. Als Kind ist halt so. Und gewisse andere Eliten waren auch für mich komplett normal. So, auch wir fuhren damals schon Mercedes und beziehungsweise BMW. Ja, so einen alten Kugeldings da. Egal, also wie ihr rechnet aus, 50er Jahre, 60er Jahre ist meine Welt, Erziehung etc. Wir hatten so ein Selfie-Gedöne nicht, wir wollten das aber haben, also ich wollte es haben, weil ich aus dieser technischen Welt komme. Ich fand das super toll, die Jetsons haben mich involviert, durch die Jetsons hatte ich echt angenommen als Kind, dass im Jahre 2000 wirklich so leben wie die Jetsons. Ich fand das toll, rumfliegen, aussteigen, ihr wisst schon, was ich meine. Also in den 50er, 60er Jahren und vor allen Dingen auch die Sprache, die damals war, Englisch, habe ich mehr gehört wie Deutsch, aber es war Deutsch. Es war Deutsch und man war Deutsch. Man war ab der 60er Jahre leider dann getrenntes Deutsch, man hat das alles mitbekommen, etc. Wir waren halt Deutsch. Ost, West. So, und es war halt so. Die Bürger, wir als jugendliche Bürger haben nachgefragt, wir als jugendliche Bürger wollten wissen, was war denn los, wer sind wir denn und so weiter. Wir sind alles Adenauer-Kinder, wir haben Adenauer gemocht und wir fanden es toll, dass Adenauer das gemacht hat, was er gemacht hat. Lübcke und so weiter, waren alles super tolle Sachen. Genscher, Scheel und so weiter, Wehner und so weiter, Strauß, ach alle, auch der Willy Brandt, der gar nicht so hieß, aber egal. Aber es war, gemocht haben wir immer noch nicht und werden wir auch heute nicht, die SPD, die hat uns damals schon verraten, die hat uns immer verraten, sonst hätte nicht ein großer Mäzen aus Niederlande gesungen, wann wird es endlich wieder Sommer, schuld daran ist die SPD. Oder wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten. Also es war schon immer sowas. Ein Sozialdemokrat ist kein, naja, ist egal, lassen wir mal. Ich bin liberal-sozial, ich stehe hinter Lindner oder sagen wir mal, ich stehe jetzt vor Lindner, weil ich 20 Jahre älter bin. Ich bin 20 Jahre älter wie Herr Christian Lindner und der uns da jeden Tag ein Selfie von sich in seinem Auto und so weiter uns erzählt. So. Die Welt besteht aber leider nicht nur aus Eliten, ja, die Welt besteht aus Menschen. Und Menschen sind halt wie Menschen sind. Korrekt. ja, ich habe den Klingelton geändert. Ist also kein Darth Vader mehr, wir feiern auch nicht mehr 40 Jahre Star Wars. Bin trotzdem immer noch Captain Rex, aber nicht hier in diesem Moment, weil ich diese Selfie-Hochphase, wisst ihr was? Ich werde Herrn Christian Lindner anschreiben. Ich werde ein paar Fragen stellen, wie er sich das denkt hier, das digitale Deutschland, Industrie 4.0. Meiner einer ist Industrie 4.0. Ich kann von hier aus Drohnen starten, ich kann von hier aus Maschinen bewegen. Hier ist ein riesen Fuhrpark, hier ist alles, wir sind total vernetzt. Ich kann sofort Direktschaltungen machen, kann Direktsendungen machen. Das ist halt eine Firma und eine Firma kann das, weil die Firma sich darauf spezialisiert hat. So. Und es werden auch Spezialvideos gemacht werden für unsere Kunden, die sehr alt sind und nicht verstehen, dass ein Super 8 Film mit 18 Einheiten, also 18 Bilder, Super 8, heute mit 30 Frames oder 60 Frames bearbeitet wird. Da sind wir aber gleich woanders. Ich muss daran. Macht's gut. Die meisten kennen mich ja, die wissen auch, worum es geht. Die meisten wissen auch, dass das hier die Ehrlichkeit ist und die Wahrhaftigkeit, weil es ist ein Unternehmen. Es ist ein digitales Unternehmen, das aber analog digital ist. Und darauf
möchte ich hinaus. Es wird Zeit, dass wir wieder analog werden. Es wird Zeit, dass wir uns analog hinsetzen beim Testchen, Käffchen und so weiter. Wie in alten Zeiten, in einer verrauchten Bude und so weiter und so fort. Wir haben kaum noch Bücher, wir haben kaum noch Bildung. Ja? Ich finde es ja super toll, um da mal eben kurz auszuschweifen, weil ich gerade unterbrochen habe, dass ein 31-jähriger Österreicher das Sagen hat in Österreich, der weder Schulbildung, weder Studium, irgendwas abgeschlossen hat. Also er hat keinen Abschluss. Für ihn ist Österreich der Abschluss. Für ihn ist Österreich. Für ihn ist das sein Leben, sein Beruf, seine Berufung. So. Und böse Zungen machen ihn natürlich fertig. Ist klar. ZDF, ARD, Deutschlandradio, Vista, Beitrags sind ausgesourced. Sind Firmen. Firmen, darum geht's. Es geht um Firmen, die uns kaputt machen. Es geht um Banken, die uns kaputt machen. Da müssen wir mal einen Strich oder beziehungsweise einen Riegel vor. Ne, sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und darum habe ich vor, zu schreiben. Weil wenn ich in dieser Öffentlichkeit jetzt dieses Video veröffentliche und ihr zuschaut und nicht wisst, worum es geht. Natürlich geht es darum, politisch zu werden, politische Gedanken in diesem neuartigen Modus hinauszuhauen in die Welt von YouTube, vor allen Dingen den Zuschauer zwischen 14 und 24, wo man gar nicht weiß, ob er intelligent oder nicht intelligent ist, ob er sich überhaupt auskennt oder nicht auskennt. In unserer Zeit gab es sowas auch schon, aber nur für die Eliten. Man hat daran rumgebastelt. Man nannte das auch CB-Funk oder Raubfunk. Es wurde mit Funk gemacht. Die Computer waren riesengroß, die Festplatten waren riesengroß. Und wenn so ein Kind wie ich mit 10 Jahren sagt, Opa, ich will sowas haben als Firma, dann ist klar, dass der Opa sagt, du tickst nicht richtig. Ist klar, das war halt so. Und wir müssen einfach darauf verweisen, dass bis 1995, nach 95, also bis 95 war da alles so ein bisschen, ach, das sind ja alles Nerdies, was ist das denn, ne? Schachcomputer und 79 vor allen Dingen die Väter des Byte and Bits und vor allen Dingen der Elektronik sind dann plötzlich in einem Rampenlicht gekommen mit 21 Zoll Monitoren. Das waren Riesenapparate. Und diese 21 Zoll Monitore konnte sich auch nicht jeder leisten. Mo-Laufwerke konnte sich nicht jeder leisten. Akustikkoppler konnte sich nicht jeder. Also die Elektronik war nur was für Leute, die Geld dafür über und es unbedingt haben wollten. So, Kernthema. Kernthema bleibt heute Selfie. Kernthema bleibt heute Handy. Kernthema bleibt heute digital. Am 3.7.2017 wurde alles digital und wir wurden verkauft. Wir wurden verkauft. ARD, ZDF, Beitragsradio etc., das ist und es bleibt Lug und Trug. Weil es ist eine Firma, wie auch wir eine Firma sind, aber diese Firma erdreistet sich Sachen, die sich an sich keine Firma dreisten dürfte, die sich aber deckeln lassen durch den Staat. Weil der Staat ist auch kein Staat, das wisst ihr. Dieser Staat ist zwar souverän, aber nicht so souverän, dass wir ein Volk hätten, das was zu sagen hätte. Wenn wir ein Volk hätten, die was zu sagen haben, die es verstanden haben, dass sie was zu sagen haben, würden sie es auch tun. Tun sie natürlich nicht. Weil sie natürlich durch dem, also Deutschland gehört ja jemandem, und der hat das Sagen. Wenn diese Person, sagen wir mal, am Tag 3 Milliarden raushauen kann, werde ich als kleiner Mini, und wir super Mini-Menschen, ja, nichts ausrichten können. Also darum bin ich auch sehr vorsichtig, so ein Video zu erstellen. Trotzdem öffentlich die Frage zu stellen an alle Zuschauer, die zuschauen. Meine lieben Freunde, wenn ihr doch Ahnung habt, wenn ihr doch wisst, wie, wo, was und wem was gehört. Und wenn ihr natürlich auf diese Rothschilds und wie sie alle heißen herumhackt, ja, wenn ihr also auf das Band, was ihr gesehen habt, aus welchem Grund auch immer, ihr habt also das rote Band der Wirtschaft entdeckt, das alles verbindet und jemand gehört und der daran rumzieht. Wichtig ist an sich die Erkenntnis, dass wir alle was tun können. Wir alle können was tun, wir alle, nur das Problem ist nachher am Ende, so wie der 31-Jährige da in Österreich, dann muss man jemanden haben, der hilft, um etwas zu tun. Und ich finde es toll, dass er was tut. So, wir haben jetzt die 30-Jährigen an der Macht, deswegen mache ich dieses Video. Herr Lindner ist um die 38, wird 39, geht also auf die 40 zu. Meiner einer geht auf die 60 zu. Deswegen sage ich, ich bin 20 Jahre älter, habe 20 Jahre mehr Erfahrung. Ich habe 20 Jahre mehr Erfahrung in der Welt der Wirtschaft und in der Welt des Knechtens.
wenn man so geknechtet wird und wenn man das große Glück hatte, leben zu dürfen, ja, heutzutage muss man sich ja bedanken, dass man leben darf. Und wenn man das alles so sieht und wenn man so nach so einem Sturm sieht, was da los war und wie in dem Sturm die Menschen trotzdem gekommen waren und wir, beziehungsweise auch ich, sie bedient hat und auch alles gemacht hat, ist man jetzt so in der Frage, nach einem Sturm kommt ja die Klarheit beim Aufräumen. Und deswegen entstand auch dieses Video. Da sind Politiker unterwegs, die ganz viel Geld sich einheimsen. Und wir haben keine Regierung. Seit über 100 Tagen haben wir keine richtige Regierung. Wir haben jetzt Landesrecht, Kommunen, Bundesrecht und was weiß ich nicht alles. Ich finde es immer super toll, wenn der Bund angeblich alles auflöst. Aber so auflösen geht gar nicht. Aber egal, wir haben hier so viele Eliten, mit denen ich persönlich spreche. Ich hatte also gestern wirklich noch, ich hatte gestern keine Ahnung, wo die alle herkamen, aber sie waren da. Und es waren auch, wie gesagt, Leute da, die knallhart das vertreten, aber wirklich knallhart das vertreten. BRD ist eine GmbH, Deutschland ist eine Firma. Ach, herrlich, ich finde das super toll. So einfach ist das ja alles nicht. Ich meine, es ist richtig, dass da irgendwas ist. Ja? Aber es gibt da so Gruppen, die es falsch machen und jeder freut sich, dass es diese Gruppe gibt, dass die das falsch machen, damit sich alle darauf fokussieren können, ja? Damit man ablenkt von dem Ganzen. Bleiben wir doch mal ohne diese Gruppen. Ja, ihr könnt jetzt ausdenken, was ihr wollt, links, rechts oder na, wie sie alle heißen, diese Gruppen. Es gibt also gewisse Gruppen, da guckt man hin und somit ist der Fokus da. Man sieht also nicht dahin, man sieht dahin. Wie so ein Zaubertrick. Deutschland ist so eine Art Zaubertrick. Hier wird gezaubert. Ihr lasst euch so gerne von irgendwas ablenken. Ja? Und durch dieses Selfie-Gedöne da und durch Kameraarbeiten und das Ganze kann man das geschickt machen. Man weiß ja nie wirklich, bin ich das jetzt wirklich, ist das hier vielleicht doch alles Trick und so weiter, weil die Tricks seht ihr ja an den Seiten, die kann man ja schon machen. Man kann hier wirklich einen grünen Kopf und dann kann man einen anderen Kopf einarbeiten. Das ist so genial geworden. Das ist, ja? Ich finde diesbezüglich in Bayern die Sendung Quer, Bayerischer Rundfunk, klasse, wie er arbeitet. Ich finde die Arbeit toll, wie er diese Zeitachsen einhält, mit sich selber zu kommunizieren. Ja? Also ich finde das alles super toll. Also ihr merkt schon, digital ist alles. Analog war das Gespräch und aus diesem Gespräch musste man irgendwo erstmal machen. Ja? Meinungen, Gegenmeinungen und so. Und heute ist alles digital, also Datenheilig, Rausch. Es rauscht nur so, ne? Und deswegen komme auch ich so durcheinander, weil ich ja in diesem Rausch lebe. Ich muss mich dann manchmal zurücknehmen und sagen, stopp. Ne? So, wie gesagt, dieses Video, weil ich an sich, und ich werde auch diesen Brief schreiben, ich werde einen Brief schreiben an Christian Lindner und ich werde mir das Recht nehmen zu schreiben. Ich werde mir aber jetzt nicht, ich habe jetzt auch keine Zeit, die Rechtschreibung noch einzuhalten. Sollte ich Fehler machen, dürfen die Fehler behalten werden. Und wir leben in einer Zeit, da muss man was sein, sonst klappt das nicht. Ich hatte also vorgestern noch, also hatte ich euch ja auch gesagt, wie der Besuch hier war von Norddeich, Fernsehen, die da suchten. RTL-Leute, also manchmal meine ich auch, wir haben mittlerweile so ein RTL-Klientel von Menschen. Wir sind eine Mischung aus Menschen. Wir dürfen nicht mehr national sein, wer national ist. Ist dann sofort in irgendeiner Schublade, es geht ruckzuck, weil wir in einem Datenhighway sind. Die Leute sind nicht mehr analog, sie denken nicht, sie lassen denken, sie konsumieren, vor allen Dingen elektronisch konsumieren sie und diese Elektronik ist zu schnell, ja, ist viel zu schnell. Ich liebe die Elektronik, ich wollte sie haben, ich finde es super toll, ich finde toll, dass Google eine Krake ist, ich finde es toll, dass Google alles aufsaugt, weil ich kann es ja dann nutzen. Ich benutze es nicht, ich nutze es. Ja, ich musste eine Straße finden, also gehe ich bei Google Earth, gehe da rein, schaue, aha, da ist das, ich habe gewisse Angelpunkte, kann also loslegen, kann dann da hingehen, sehe den Angelpunkt, aha, da ist Aldi, aha, da ist er, ja, den ich suche. So, und ich finde das toll. So, sonst erstmal analog Bücher wälzen, Stadtplan. Wir sind ziemlich einfach geworden, wir alle. Und darum geht es mir. Es geht um Deutschland. Deutschland ist nicht mehr made in Germany. Deutschland ist nicht mehr Deutschland. Deutschland wurde verkauft. Der 2:4-Vertrag ist nicht so wirklich anerkannt. Man hat einfach da was gemacht. Man war überfordert 89, 90.
Herr Genscher hat einen Fehler gemacht und Herr Genscher kann den Fehler jetzt nicht revidieren. Herr Kohl hat einen Fehler gemacht, er kann ihn auch nicht revidieren. Die haben da halt eine riesen Seifenblase hochgefahren. Jetzt muss ich mal eben unterbrechen. Hallöchen! Mahlzeit. Jetzt schon? So, heute war es halt mal ein bisschen politisch. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, um diesen Beitrag, den ich angefangen habe, zu beenden. Also, wir die etwas älteren, 70% zwischen 50 und 60, die hier in Deutschland halt, ne? Und darum heißt es ja, Deutschland ist überaltert. Deutschland ist überaltert, man hat also die Rente nicht und so weiter und so fort. Dadurch denken die sich natürlich irgendwelche Sachen aus. Ware, zum Beispiel 50 plus. So, die Kunden, die als SGB-II-Kunden 50 plus aktiv machen sollen, sollen da 6 Monate wöchentlich 20 Stunden arbeiten, wöchentlich 20 Stunden für nichts und wieder nichts, kriegen keinen Euro oder so. Die sollen da lernen, wie Ressourcenstärkungen, Kompetenzentwicklungen, Gesundheitsförderungen, Aufbau von Netzwerken, Erweiterung von EDV-Kenntnissen, Arbeitsmarkterkundung, Bewerbungstraining, Vermittlung von betriebspraktischen Erprobungen. Sie werden unterstützt durch einen Sozialpädagogen, Arbeitsvermittler und eines Jobcenters. Und also Quatsch. Es wurde noch keiner wirklich von da aus zur Arbeit befördert oder hingebracht. Deswegen hatte ich mir gedacht, schreibe heute mal Herrn Lindner, ja, Herrn Lindner, und frage ihn nochmal, wie er sich das so vorstellt als FDP und Arbeit und so weiter. Wie er sich das Ganze so vorstellt, ich wette mit euch, der wird natürlich nicht antworten. Frau Hannelore Kraft hat früher geantwortet, Herr Gysi hat geantwortet, Frau Merkel hatte geantwortet. Hin und wieder kann man ja als Bürger mal fragen, wie funktioniert das hier, was ist das hier, geben Sie doch mal eine Antwort. Ob Herr Lindner jemals antworten wird, weiß ich nicht. Ich habe da gewiss als Mittelständler, Klein- und Kleinstunternehmer, Familienbetrieb, sehe ich immer, wie wir doch zur Kasse gebeten werden. Durch die IHK, Zwangsabgabe, durch die GEZ, also Beitragsservice ARD, ZDF. Ne? Zwang. Wir stehen unter Zwang, wir sollen abgehen. Also wir haben hier kein Fernsehen, wir haben keinen Rundfunk. Das haben wir alles nicht. Wir stellen es auch nicht unseren Kunden zur Verfügung und wir haben auch keinen Anschluss von dem das Gebäude hier gehört. Der hat überhaupt uns gar keinen Anschluss ans Fernsehen. Ist hier nicht. Wir haben keine Dose, kein gar nichts. Wir müssten einen Aufwand betreiben, um Fernsehen zu schauen. Ne? So, und seit dem 3.7.2017 haben wir ja Digital-TV. Sind wir ja obendrein auch nochmal gezwungen, Geld auszugeben, um Fernsehen schauen zu können. So, und während der Arbeit schauen wir kein Fernsehen, während der Arbeit hören wir kein Radio und wir arbeiten auch nicht mit den Zusatzprogrammen wie Konsumenten, Netflix, YouTube und wie die alle heißen. Diesbezüglich sowas machen wir nicht. Somit empfinden wir, und ich jetzt hier als euer Moderator empfinde das auch, dass diese Zwangsabgaben, das Wort schon Zwang, und dieser Zwang sollte mal langsam weg, weil in Deutschland an sich gibt es keinen Zwang und Deutschland an sich gibt es ja auch nicht. Jetzt kommt mir bitte nicht mit diesem ganzen GmbH-Gedöne da. Jetzt auf eine Art ist alles richtig, aber man fokussiert ja sowieso auf Gruppen, auf Randgruppen. Ja? Man fokussiert ja jetzt momentan auf den jungen Mann, 31 Jahre, Kanzler aus Österreich. Keine Lehre, keine Ausbildung, Student hat noch nicht mal einen Studentenausweis mehr und so weiter. Was soll das? Ja, es ist ein Kanzler, eine Person, 31 Jahre, der das ganze System liebt, mag, zur Aufgabe, ja, ist eine Art Wunderkind, der begriffen hat, wie alles funktioniert, aus welchem Grund auch immer, und diese Funktionalität auch nach vorne bringen möchte als Österreicher. So, und wenn wir Glück haben, geht Bayern irgendwann mal nach Österreich. Bayern ist ein Freistaat, wenn ich so Herrn Söder reden höre, was er da so alles vorhat. Und wenn ich dann Herrn Lindner so erlebe, hier bei Facebook und YouTube, diesbezüglich habe ich mir gedacht, ich bin ja über 20 Jahre älter wie Herr Lindner und ich bin halt 8 Jahre älter wie Herr Söder. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, na, wir sind so eine Art Altersgruppe, ja, so eine Art Altersgruppe. Wie denkt ihr euch, was hier raus werden soll? Zum Beispiel SPD, die kann ich nicht wählen, das geht gar nicht,
weil ich auch anhand dieser Kunden hier, die auch gar nicht mehr der SPD, wie gesagt, werden uns voran, die Sozialdemokraten, muss ich auch mal lächeln, an sich ist das ein Lied und so, oder wann wird's mal wieder Sommer, schuld daran ist die SPD und all solche Sachen, das sind aber vergängliche Sachen oder die Sachen sind vergangen, diesbezüglich können wir gar nicht mehr darauf einwirken. Heute ist wichtig. 2018 ist wichtig. Wir haben keinen Bundestag, ja, also keinen richtigen regierungsfähigen. Die haben auch noch nicht abgemacht. Was sie abgemacht haben, sind die Diätenerhöhungen und die anderen Erhöhungen. Das ist ja schon, das zeigt ja schon, wie die denken. Also ich denke, dass Deutschland, wie gesagt, verkauft worden ist, dass der Invasions-D-Day arabisch 2015/16 vollzogen durch irgendwelche Banken da eruiert und Banken Geld gegeben haben. Und diesbezüglich, wir jetzt in der Art Kreide stehen, also irgendwer bezahlt ja irgendwas, es kann ja nicht nur mit Waffen bezahlt und Waffengeld irgendwas gemacht werden. Jobcenter haben 8 Milliarden haben die, um irgendwie den Menschen zugänglich oder, ne, zu bearbeiten und alles. 8 Milliarden haben die auf Halde liegen und all solche Sachen. Nicht recherchiert durch Internet, sondern durch waschechte Analogie, das heißt nachsehen, selber unterhalten mit Menschen und nicht nur mit Kamera, Selfie, einfach hier YouTuben, Facebooken oder so. Nee, also man muss schon analog unterwegs sein, die Sachen ziehen und dann auch, wie gesagt, schreiben und versuchen, darauf eine Antwort zu bekommen. So, die Klein- und Kleinstunternehmer bluten langsam aus. Das sehe ich tagtäglich an den Sachen, die hier geschehen. Und da habe ich mir gesagt, komm, frag doch mal. Ne? Weil unser einer ist ja jetzt auch, wie gesagt, 50 Jahre involviert in diesem Thema und 40 Jahre ist er dabei. Und nach der CeBIT 1995 wurde das ja alles erdacht, erarbeitet und auf den Weg gebracht. 2013 wurde es dann noch einmal neu in diesem, was ihr ja so kennt, na, Medienhaus, Copyhaus und natürlich auch dieses Film, ABH Movie, Film und Fotoproduktionen und so weiter. So, wir machen ja nicht nur E-Castings, Überspielung, Aufzeichnung und Vervielfältigung und so. Wir könnten ja jetzt hier einen Joystick mit einem richtigen Programm, könnten wir jetzt hier sitzen und mit diesem Joystick und mit dem richtigen Programm könnten wir steuern, Maschinen steuern, sogar Drohnen steuern. Das ist ja alles machbar. Jeder aus dem Wohnzimmer heraus könnte demnächst irgendwas steuern. Wenn er das richtige Programm dafür hätte, den Zugang dafür hätte, die Frequenzen dazu hätte, könnte er von zu Hause arbeiten. Ist ja richtig. Also jeder Bürger könnte jetzt so ein Selfie machen, jeder Bürger könnte so einen Bericht machen, jeder Bürger könnte jetzt diesbezüglich damit Geld machen. Ja, und das soll dann die Zukunft sein. Ich weiß nicht, ob sowas die Zukunft ist. Also ich freue mich, wenn ich meinen Kunden helfen kann und ich helfe sehr gerne. Und die Kunden nehmen es auch positiv an, diese Hilfe. Ob es nun mal im Bewerbungsbereich ist, ob es nun mal im Castingbereich ist, in der Überspielung, Aufzeichnung, Vervielfältigungen, bis hin zur einfachen Kopie ist hier also alles zu haben und zu machen und zu tun. Natürlich analog vor Ort. Mir ist heute eingefallen, an sich könnte ich jetzt auch eine Website machen, um dieses analoge Überspielen anzubieten, dass ich, was weiß ich, die Bänder Super 8, Normal 8, VHS etc. bekomme, das fertig mache und wieder zurückschicke, müsste ich schauen, ob ich sowas auf den Weg bringe. Ich mache jetzt Werbung dafür, für die Aufzeichnungen, Werbung für die Überspielungen von VHS, VHS-C, High 8, V8 und Super 8, Normal 8. Und die anderen haben wir leider nicht mehr, Betamax und die auswärtigen Sachen. Wie gesagt, müsste man an sich auch anbieten. Und viel günstiger anbieten, weil wir haben gesehen, dass einige für einen Meter 1,29 Euro haben möchten. Wir nehmen da gerade, was weiß ich, 20, 30 Cent pro Meter. Ja, also eine kleine 3 Minuten kostet 5 Euro. 45 Minuten kosten dann halt mal 3 und so weiter. Also wir müssen dann ausrechnen. Also ich habe gestern einen Auftrag angenommen, da zahlt der Kunde gerade mal 60 Euro für. Aber ich habe halt das ganze Wochenende daran zu tun, das muss ich einfach mal so sagen. Das geht halt nicht so einfach. Aber es sind ja Gott sei Dank große Spulen dabei, die halt dann ihre 6 Stunden brauchen, weil 2 Bilder pro Sekunde kann jetzt jeder ausrechnen, wie lange ein Super 8, Normal 8 dann
gescannt wird. Zwei Bilder pro Sekunde werden gescannt, aber leider mit 30 Frames. 18 Bilder hatte Super 8, dann kamen die 30 Frames, dann muss man, der Kunde erschreckt sich danach, wenn die Leute etwas schneller laufen, wie normal. Aber das ist eben so, dann muss man den Kunden auch noch mal erklären, wie das so funktioniert. So, der Abend ist gelaufen, der Tag ist gelaufen, Wochenende ist mal wieder da und wir hoffen, wir erleben uns wieder. Wie gesagt, die Frage lautet, was hier eigentlich aus diesem ganzen Hartz IV werden soll, diese ganze Verkackeierung, die Menschen da aus den Statistiken nehmen und keiner von denen hat Arbeit, aber sie sind Ware, sie sitzen dort als Ware, weil das Arbeitsamt diesbezüglich der Diakonie Geld bringt. Die Diakonie muss das Geld wieder abgeben, weil das eine gemeinnützige Geschichte ist und die Gemeinnützigen dürfen ja keine Profite erarbeiten. Also es ist eine wunderschöne Geschichte, was hier in Deutschland so abläuft und ob die FDP diesbezüglich da mal eingreift, was ich nicht glaube. Ich glaube sowieso nicht. Ich habe mit Glauben nichts am Hut. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass irgendeiner mal sagt, stopp mal. Wir müssen hier was Neues machen. Wir brauchen ein neues Konzept. Das muss weitergehen für alle. Seid uns nicht böse. Wir, die über 50, 60 sind, schon 70%. Also wir müssen noch warten, bis wir auch nicht mehr da sind. Wenn ihr euer Alter habt, 40, 50, habt ihr ja die ganze Sache durch zwischen 14 und 24, die jetzt zuschauen. Also die einen haben 30 Jahre noch, die einen haben noch 40 Jahre, um dahin zu kommen, um zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt.